Jo Leute, was geht ab zum neuen Video heute auf meinem Kanal SPDC? Und ja Leute, es ist zwar vielleicht sehr lange her, dass ein neues Video online kam. Eigentlich nicht. Nun, auf jeden Fall davor, vor dem Video, was davor kam. Das macht keinen Sinn, aber egal. Da war eine sehr lange Pause. Es lag einfach daran, dass ich einfach keinen Bock, keine Zeit hatte. Und keine Videoideen. Aber jetzt habe ich wieder Videoideen, denn es war Black Friday. Ich will euch jetzt in diesem Video zeigen, was ich alles an Black Friday mir geholt habe. Richtig lecker. Und zwar, Leute, fangen wir an mit dem Zalando-Paket. Ich habe es noch nicht aufgemacht, das ist ehrlich, also ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich kann euch aber sagen, was ich mir bestellt habe. Und zwar habe ich mir ein Karl Kani-T-Shirt da bestellt. Ein River Island Hemdjacke, sage ich mal. Und noch ein Abercrombie & Fitch-T-Shirt. Super. Und ja. Damit starten wir erstmal, was da drin ist. Ich mache es jetzt auf, um ehrlich zu sein, ich habe es noch nie aufgemacht. Okay, wir starten mit dieser Jacke. Wir gucken mal, wie die ist. Ich habe die nur im Internet gesehen, ich fand die sah richtig fresh aus, weil sie so ein bisschen bunt war. Also die war mehrfarbig. Und ja, ich würde sagen, wir packen die jetzt mal eben aus. Rage on that beat, going crazy. Und zwar, Leute, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Und ja, ich packe jetzt einfach mal das nächste aus. Das sehe ich jetzt gerade hier drin, nämlich ein Tommy Hilfiger Pullover oder Sweatshirt. Ich dachte, das wäre ein Pullover. Null. Da war ich aber wieder komplett lost. Auf jeden Fall ist es anscheinend ein Sweatshirt. Und ja, ich würde sagen, das ziehe ich jetzt einfach mal auch an. Und ja, dann testen wir es mal. So sieht der Pullover auf jeden Fall aus. Der ist überall mit dieser Schrift. Ich finde es eigentlich voll fresh. Hier steht, juckt eigentlich auch keinen. Ich kann es nicht lesen. Und hier hinten ist auch noch was. Hier ist ein T und hier ist ein H. Ich finde es richtig fresh. Und Leute, machen wir direkt weiter mit dem nächsten. Und zwar, jetzt kommen nur noch zwei T-Shirts. Was heißt nur noch? Und fangen wir direkt an mit dem Abercrombie-T-Shirt. Das fand ich mega geil, weil man sieht es hier schon, ist eine Schildkröte noch drauf. Ja, ich würde sagen, wir ziehen es einfach um. So sieht das T-Shirt dann im Endeffekt aus. Ja, Leute, wie gesagt, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welches ihr am besten fandet. Das war es jetzt allerdings fast mit den Zalando-Produkten. Und zwar kommt noch ein T-Shirt. Und zwar eins von Karl Kani. Das ist türkis. Und zwar, Leute, ich habe das alles sehr, sehr groß. Das ist XXS, müsst ihr wissen. Es ist riesengroß gefühlt. Es gab es halt nicht in 170, habe ich glaube ich mittlerweile, habe ich, oder 176. Darin gab es halt nicht in der Größe. Und ja, sehr, sehr groß auf jeden Fall. Aber ich finde es richtig fresh mit diesem kleinen Schriftzug drauf. Und der ist einfach so türkis, Petrol. Feiere ich auf jeden Fall. Muss nicht jeder feiern, aber ist mir persönlich meine Lieblingsfarbe. Und ja, jetzt kommen wir noch zu anderen Sachen, die ich mir irgendwo anders im Sale gekauft habe. Und ja, Leute, das ist nochmal ein Hemd. Ich finde es persönlich fresh, weil es auch in einer meiner Lieblingsfarben ist. Und ja, Leute, das ist das Hemd. Das nächste sind einfach nur zwei Jogginghosen. Die werde ich euch jetzt eben schnell durch Luft zeigen. Das erste ist eine Jogginghose von Superdry. Die sieht einfach nur so aus. Ganz schlicht blau, dunkelblau. Ich finde die eigentlich persönlich nicht fresh. Das nächste ist eine Jogginghose in Petrol von Adidas. Die ist eigentlich ziemlich fresh. Jo Leute, an der Stelle war es das auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch sowas gefällt, dann zeigt mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und kommentiert auf jeden Fall, was euch von den Produkten am meisten gefallen hat. Und aktiviert alle die Glocke, nachdem ihr mich abonniert habt. Danke, ciao.